Kopfhörer habe ich. Klick, 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 klick. Hallöchen, liebe böse Freunde, und herzlich willkommen zum 15. Part von Project Zero Nummer 2 der V-Edition. Ja, ihr seht immer noch ohne den Dodo. Der gute Mann ist zwar wieder erreichbar, sagen wir es mal. Geschweige denn wieder zu Hause. Haben wir schon wieder geredet. Aber hab noch keine Anstalten gemacht, mal hierher zu kommen oder zu fragen, wann er denn mal erscheinen könnte. Und ihr wisst, ich laufe da nicht hinterher. Weshalb, dass es wieder ohne ihn ist und ich immer noch nicht weiß, wann der nächste Part dann mit ihm zusammen wieder sein wird. Kann ich nicht sagen. Ich schiebe mal das Mic irgendwie ein bisschen anders hin. Ist ja immer voll im Bild, ne? Aber so ist das halt. So. Halbe Stunde, ihr kennt das. Ich bin der Drakey, das kennt ihr auch. Mit meiner hässlichen Frasse. Frasse, ja klar. Fratze. Das, ja. Ich hau mir schon mal die Kopfhörer drauf. Ich hoffe, es ist nicht ganz so laut. Oder zu leise? Nee, ist gut so, glaube ich. Ja. Fortsetzen. Starte ich mal die halbe Stunde. Muss ich wieder nach vorne beugen. Um es einzupacken. Ich nehme jetzt auch nur ein Part auf, weil heute ja Freitag ist. Geschweige denn, ihr seht das Freitag, heute ist Donnerstag bei mir. Kann ja sein, dass er irgendwie am Wochenende erscheinen möchte oder so. Der gute Mann. Weshalb ich ja nicht zu viel vorwegnehmen möchte. Was müssen wir machen? Genau, die Glasaugen in die Puppen packen. Wo waren die noch gleich? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich glaube hier oben irgendwo, ne? Ja, ich weiß, dass ich unfassbar scheiße aussehe heute. Oder generell. Mal wieder rasieren, etc. pp. Bla bla bla. Aber das, ach komm, das soll ja jetzt nicht unser Thema hier sein. Da ist der Puppenraum, ja genau, da war der doch. Mensch, was ich für ein gutes Gedächtnis habe. Tage nicht gespielt. Ach Gott, ich dachte gerade, da steht jemand. Ich habe die Glasaugen in die Puppe eingesetzt. Aus der Kiste hinter der Puppe drängt ein Geräusch. Was ist er hier, oder was? Anscheinend wurde der Mechanismus in Gang gesetzt. Wie war das? Dass sie sich gegenseitig angucken, oder wie? Ach, man darf dann ein paar Mal drehen. Kommen die sich jetzt nicht an? Drücke den Knopf, aber die Puppen bewegen sich nicht mehr. Anscheinend ganz doof. Dann müssen wir tatsächlich falscher Knopf, nochmal gucken. Und Dokumente. Ja, das ist natürlich immer doof, wenn man es nicht weiß.
war das Tagebuch. Hä? Da ist Puppenmachers. Was ist das? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Ne? Steht hier nur so, was ist das denn? Hier müsst ihr irgendwo stehen. Da ist auf jeden Fall nicht drin. Muss ich erst streng habe ich drin. Steht dann leicht. Steht hier nicht, Alter. Gab's hier nicht irgendwo was, wo das stand? Das sind ja nur... wie man das Tutorial, oder? Das ist ein Schaubild. Das nicht wieder funktioniert. Ja, aber wie funktioniert der Mechanismus? Vom Stehen auf einer. Ah, hier. Nummer 12 Position. Wenn du links drückst, dreht sich die linke Maid 3 Positionen nach links und die rechte Maid 1,5 Positionen nach links. Beide Kegel drehen sich 1,5 Positionen nach rechts, wenn du rechts drückst. Die linke Maid nach 3 Uhr blickt und die rechte Maid nach 9 Uhr blickt, sind sie also gegenüberstehend. Öffnen. 3,9, ja, die müssen sich gegenüberstehen. So dreht sich die linke Maid, was die Tachibana-Puppe angeht, so dreht sich die linke Maid 4,5 Positionen nach links und die rechte Maid 2 Positionen nach links. Und wenn du links drückst, rechts dreht sich die linke Maid 1,5 Position nach rechts und die rechte Maid 1 Position nach rechts. Wenn nach 3 Uhr blickt und die rechte Maid nach 9 Uhr blickt, so ist es gegenüber raus. Das ist komisch, ne? Der eine sagt hier, das ist der eine. Ah, du musst dich gegenüberstehen auf jeden Fall. Das haben wir mittlerweile gelernt. Ne, die drehen sich nicht gleich. Nervig, ey. Ich hasse so eine Dinger, ey. Weil man ja auch nicht hundertprozentig genau sieht, wie die nun stehen. So. In dem Moment, in dem die Puppen sich einander zuwandeln, drang ein Laut aus der großen Küste. Ich wurde angekrapscht.
Boss verlor keine Treffer. Ist egal, weil das ist die Angreife. Passiert nichts, ne? Wie sieht's her? Ach, die müssen beide drauf sein, ich verstehe. Dann geht das erst. Ja. Es geht wirklich erst, wenn beide drauf sind, ey, was für eine Scheiße. What the fuck? Was? Ach komm, ey, das ist doch Pisse. Haben wir einen nerviger Kampf, da fast nie beide drauf sind. Oder kann ich die jetzt trotzdem knipsen? Ah, die geht trotzdem gut. Na, ah, so eine Kämpfe sind echt scheiße, wenn beide drauf sein müssen, die aber völlig random im Raum rumlaufen. Da ist der eine nämlich hinter mir, der andere ist vor mir. Der kann ich nichts anhaben. Der schon. Braucht sich ständig weg. Verpiss dich, wenn ich den anhaben kann. Ey, wieso wird das nichts, ey? Das ist doch voll nervig gerade. Dreh dich um, Mann. Na, ja, kann ich nochmal 5000 auf dich schießen, das bringt ja nichts. Die verliert ganz wenig, ja. Ach, die ist direkt hinter mir, sagt das doch einer. Ha, ausgewichen.
Und auch wieder ausgewichen. So, komm. Also kratz mal langsam ab hier. Dass sie auch immer unterschiedlich sein müssen. Oder einer ist fake, das kann natürlich auch sein. Dass deswegen nur die eine verletzbar ist. Geh mir doch nicht auf den Sack, Alter! Das macht gerade überhaupt keinen Spaß. Nicht weiß, wie schwer ist oder so, sondern so ein Nerv. Die portet sich ständig weg, man hat gar keine Chance, sie mal irgendwie. Nein, die andere bitte. Nein, falscher Knopf, Alter. Jetzt hätte ich sie doch gut knopfen können. Endlich, ey. Hammer nerviger Kampf. Haben den Tiss bekommen. Naja, komm. Überstehende Zwillinge, ein seltsames Foto, oder? Kann man aufs Kommen. Ja. Oh, Katzin. Ich sehe natürlich selber gerade, es ist ja helllichter Tag. Das ist natürlich morgens jetzt aufgenommen. Vielleicht finde ich einen Weg zum Haus von Tachibanas, wo Mario festsitzt, wenn ich diese Leiter hinabkletter. Und ja, so ist das halt manchmal. Die Wände der Höhle sind nach dem Fels. Sie führen tiefer in die Dunkelheit. Die Höhle sollte zum Haus der Tachibanas hören, wo Mario festsitzt. If I go through here. I should be able to get into the house where Mayu's being kept. Ja, schön, das habe ich gerade gelesen. Dann musst du mir das nicht nochmal sagen. Es ist zwar schön, wenn du mit mir redest. Aber trotzdem, durch diese Höhlentrakte sind wir schon mal gegangen, falls ihr euch erinnert. Sanftleuchtendes Erz. Ja, das kann der Dodo sich dann alles anhören, wenn er mal wieder spielt. Kann er Radio-Messages hören, dann braucht er wenigstens nicht so viel spielen, was er ja eh nicht gut kann. To abandon me once more. Genius, ey. Das ist ein gutes Spiel, ne? Und so weiter. Aber das ist wieder so dumm. Das ist einfach nur wieder unfassbar dumm. Ja, natürlich speichern. Warum denn auch nicht? Da. Erfolgreich. Oh. Siebtes Kapitel, Sai. Ich
Kammer Obscura und die Taschenlampe sind immer noch in den unterirdischen Gang. Wo ist die Falle, Lies? Ach, selbst die Taschenlampe hat sie fallen gelassen, ja? Ich kann den Sucher B nicht verwenden, bis ich... Nee, ach. Dann geht er zurück. Dann ist die Regel so schwer, dass ich... Super, Alter. Keine Taschenlampe. Das sind Füße. Eine Puppe. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Geister kommen, wenn wir uns eh nicht wehren können. Wäre vielleicht also auch ein guter Part für den Dodo. Wenn er nicht kämpfen muss. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Fuck, Alter, damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte nur, wenn man Sachen aufhebt, kommt das der dämliche Arm. Mann. Na gut, weiß ich Bescheid. Er kommt auch, wenn man die Sachen angucken möchte. Mein Spiegel. Mit einem Geistersplitter. Sonst noch was Feines hier? Guck ich mal um. Knackter Raumschleine. Wer hat die Kerzen hier angemacht, ne? Die mussten ja ständig ausgetauscht werden. Haha, da ist was. Ich kann es nicht knipsen. Aber... Ja. Na, ich laufe gerade aus heute. Ich habe verstanden, dass sie hinter mir ist. Wäre die jetzt nicht aufgegangen, wäre ich ziemlich gearscht gewesen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder rein darf. Die Hand ist echt nicht mehr cool. Ich habe mich zwar eben gerade erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wirklich auch was passiert, wenn man die Sachen nur anguckt. Das war mir halt neu. Aber jetzt, wo ich das weiß... Hier waren wir noch nie? Die Häuser sehen sich hier eh sehr ähnlich. Hier da unten hat jetzt genug Platz, um sich jemand hineinzwängen könnte. So, nur ein Weihwasser. Wie viele Heilmittel ich hab, ne? Oder wir, wie auch immer. Kann man es ja sehen, wie man möchte. Dann ist drin etwas, das sie verschlossen hält? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, liebe. Wie sie denn jetzt eigentlich? Was mit M? Mario, Valiana, Mio. Die Namen sind ja alles so ähnlich, ey. Oh, grünes Tagebuch 3. Lass mal nochmal gucken. Ich habe Itsukis kleine Schwester. Chitose, keine Ahnung, gefunden. Chitose, nee, das wird alles ausgesprochen, ne? Chitose, gefunden. Als sie sich in einem Gang versteckt hielt. Itsuki hatte mir gesagt, sie sei sehr schüchtern und verstecke sich immer in einem Schrank, wenn Fremde zu Besuch kämen. Heute aber war etwas anders. Sie wirkte, als hätte sie mir etwas zu sagen, doch dann verlor sie die Nerven und lief stattdessen davon. Ich glaube, Itsuki hatte sie gebeten, mir eine Nachricht zu überbringen. Da ist doch der Schrank, genau hinter uns. Naja, sag ich doch. Toll, Alter.
So, von hier kommen wir. Das wird immer besser. Das war ironisch gemeint. Ohne Kameras ist schon kacke, ey. Immer neue Räume erkunden, das mag ich auch nicht. Ach, das ist immer eklig. Eklig, eklig. Daneben! Du Idiot! Schadenrotestagebuch 4. Sie sind gekommen und haben Izuki mitgenommen. Das ist nur Yaes Schuld. Warum haben Sie Izuki mitgenommen? Er hat nichts Falsches getan. Das ist alles Ihre Schuld. Alles nur, weil sie weggelaufen ist. Sah er. Die olle Bitch. So. Kann man das öffnen? Ja. Ein Wandschrank. Voller Krickeleien oder was? Na gut. Duck. So, jetzt muss ich mal kurz den Raumarchitektur angucken. Geht die auf? Die geht auf. Kuckuckuck. Sind immer noch im ersten Stock. Im Erdgeschoss so gesehen. Konnten ja auch noch hoch. Wie oft will der Arm denn jetzt noch kommen? Noch mehr Kräutermedizin. Seh nichts. Sag mal. Was eine scheiß Kamera, ich sehe überhaupt nichts. Was da für eins liegt? Oh. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil sie auf einmal laut von sich gegeben hat. Ah, Filmrolle 5. Muss ich uns auch noch angucken. Irgendwann mal, wenn ich nicht vergesse, welche. Dass man die durcheinander kriegt, ist ein bisschen kacke. Oder wie seht ihr das? Ich kann mir jetzt nicht unbedingt jetzt merken, was haben wir jetzt angeguckt, was nicht. Wenn die völlig durcheinander kommen. Von da kommen wir, ne? Ist das richtig? Das ist richtig. Gehen wir mal hier lang, würde ich sagen. Was ist das für ein komischer Schrank? Gar keiner? Dreh dich um. Das hier? Ich war ein bisschen verpeilt. Ne, von da kommen wir erst richtig. Was ist denn für ein Hinterraum? Untersuchen. Sein. Dann mach die auf. Muss ich jetzt ja auch so machen. Kann ja jedes Mal der Arm kommen. Spiegelstein können wir nicht mitnehmen. Stimmt, sollte mich mal wieder töten lassen. Wenn der Spiegelstein weg ist. Also keine Heilmittel benutzen, sondern Spiegelstein verbrauchen. So gute Taktik. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, das eigentlich ist mir so mit die Bissen. Beste Taktik. Oh mein Gott, da kann man noch rausgehen. Ne, das ist verschlossen. Where are the twins? Oh. Where are they hiding? Open up. Hallo. Und tschüss. Frage ist, verfolgen die mich jetzt weiter, ne? Nee. Where are the twins? Weißt du doch. Die sind tot. Was da in dem Haus kam, komme ich noch nicht ganz zurecht. So, da ist die Treppe. Da kommen wir noch nicht raus. Und, ach, das müssen wir mal merken, ey, bis zum nächsten Mal. Ah, hier ist wieder das verschlossene Siegel. Zwei Stück. Noch eins. Also wohl in Obergeschoss.
oder? Ich glaube, mehr ist hier nicht, ne? Verschlossen. In den Gang weiß ich nicht, ob wir da wieder reingehen können. Oder ob wir den instant niedergemetzelt werden. Ich würde sagen, ich speichere einfach da vorne mal, dann probieren wir das mal aus. Ansonsten müssen wir nach oben. Aber da wir jetzt das Untergeschoss soweit fertig erkundet haben, kann man ruhig mal speichern. Laterne leuchtet ja. Ja, dahin. Na? Nein, hier dürfen wir nicht durch. Oder? Noch ist sie ja nicht in der Nähe. Ah, da vorne kommt sie. Dann gehen wir wieder zurück. Kommt dann also mal langsam hinten aus der Ecke. So, das auch wieder, das finde ich auch so dumm. Warum die so langsam die Tür öffnet? Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Die machen für mich ein bisschen die Illusion des... Ich habe Angst. Kaputt. Ich meine, wenn die wirklich flüchtet, erstens geht davon aus, sie läuft vielleicht ein bisschen schneller, wobei das geht, damit kann ich noch leben, dass sie langsam wegläuft. Weil dass sie dann so... Halbe Stunde ist rum, wollte ich nur gesagt haben. Das war kacke jetzt, weil der Speichermann ist da unten. Natürlich sollte man es nicht tun, ne? Aber macht's natürlich. Geht ja auch gar nicht. Bedenkt, dass ich einfach jetzt nur noch schnell speichern möchte, damit der Part vorbei ist. Es war ja klar, dass sowas passiert. Auf dem Regal steht eine Puppe, an der rote Schnüre befestigt. Woher kann er erkennen, sie denn hier rot sind? Der Kümmer und ihr mit dem der Geist ist, den ich von sah. Die dreht hinter ihr und trotzdem öffnet sie die Tür so lahmarschig, ey. Als hätte sie das nicht gesehen. Here.
Da sind zwei Knöpfe. Mensch, was funktionieren diese Wellenmechanismus? Ach so, das war ja was, ja. Ich erinnere mich. What the fuck? Na gut, jetzt sind wir tot. Scheiße. Mayu. Ich habe damit nicht gerechnet, dass sie halt hinter mir steht. Ah, jetzt ist mal Game Over gegangen. Shit, also ich zumindest. Aber egal, komm, ist Latten. Aber es im nächsten Part einfach nochmal, das geht ja recht fix, ich mal 2 Minuten. Was ist da versteckt und dann müssen wir mal gucken, wie wir. Entschuldigung. Da am besten rauskommen aus der Situation. Zack. So. Oh Mann. Ja, das war's auf jeden Fall mit Part Knacks, Knacks. 15. Von BoJo 2. Und ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst euch ein Däumchen nach oben da. Sonst dürft ihr natürlich noch gerne abonnieren. Und uns vielleicht mal auf Facebook, Twitter, Twitch etc. pp. Besuchen. Die Links dazu findet ihr, wie immer, unten in der Beschreibung. Und ja, mal schauen, wann der Dodo wieder dabei ist. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Sonst müsst ihr erstmal mit mir allein Vorlieb nehmen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Aber ich denke mal nicht. Auf jeden Fall hat man so mehr Fortschritt, wa? Weil ich ja doch etwas schneller spiele als der Dodo. Und auch nicht so einen verkorksten Orientierungssinn habe. Und auch mit der Steuerung klarkommen. Naja. Auf jeden Fall war es mir eine Freude für euch, dieses Video gemacht zu haben. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann auch im nächsten Part wieder. Oder in irgendeinem anderen Video. Schaut auch gerne mal in die Playlists rein. Und ja, bis dahin habt noch einen schönen Tag und eine Hose mal nach. Haut rein. Tschüss.